Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Waldrunde im April. Beziehungsweise eigentlich zu Waldrunden, denn heute gibt es einen kleinen Doppelschlag. Ja, gestern war ich nämlich am Badesee unterwegs und hatte dort den ein oder anderen Fund. Warum war ich am Badesee unterwegs? Dort ist eine ganz, ganz spezielle Art kartiert, die mir noch gefehlt hat. Ja, und tatsächlich hat es beim Erstfund geklappt. Heute geht es aber wie gewohnt eigentlich schon fast im April in den Auwald. Ich möchte heute ein paar Werpelhabitate kontrollieren, ein paar Morchelhabitate kontrollieren und natürlich schauen wir auf den Weg zwischen den bekannten Morchel- und Werpelhabitaten auch, was sich sonst noch so zeigt. Gerade so ein bisschen auf Wabenporlinge würde ich hoffen. Wenn die nämlich jung sind, sind die wunderschön und auf alle Fälle zeigenswert. Aber bestimmt gibt es auch den ein oder anderen Drüsling oder Tintling oder irgendwas in dieser Richtung. Und dementsprechend würde es mich freuen, wenn es mich begleitet. Ja, und dann machen wir sicherlich den ein oder anderen spannenden Fund. Auf geht's! Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Schaut's mal, wie bei uns jetzt das Wasser steht. Wahnsinn! Sinn. Ja, und damit wir sicher unterwegs sein können, haben wir gleich die Wasserwacht da vorne verständigt. Falls wir doch in so einer Pfütze untergehen, können die uns da gleich mal rausziehen. Spaß beiseite, ich befinde mich hier an einem Badesee. Jetzt werden sich einige fragen, was sucht der Mann bei 5 Grad und Regen am Badesee? Ja, hier ist eine ganz, ganz bestimmte Art kartiert, die mir tatsächlich noch fehlt. Eigentlich ist es viel zu früh für diese Art. Ja, die wird normalerweise bei uns immer so Anfang Mai frühestens kartiert. Aber ich konnte es nicht lassen. Ganz, ganz viele Arten sind ganz, ganz früh ins Jahr gestartet. Ja, und ich habe hierher geschaut, bin jetzt gefühlt 2 Minuten unterwegs, einmal um den halben See rum. Ja, und was soll ich sagen? Die gesuchte Art ist gefunden und damit ein weiterer Erstfund. Schaut's mal, ich zeige sie euch gleich. Leider noch sehr, sehr klein. Aber sie ist da. Die hochgerippte Becherlorchel. Lang haben wir sie gesucht. Ja, und jetzt zeigt sie sich uns endlich. Und an der Stelle ein ganz, ganz großer Dank an den Till, der uns mitgeteilt hat, dass diese Art hier am Badesee, an dem wir heute unterwegs sind, vorkommt. Ja, hier können wir jetzt, auch wenn die Fruchtkörper noch sehr, sehr klein sind, Detailaufnahme machen, ein Pilzporträt drehen und diese Art endlich in unser Pilzbuch mit aufnehmen. Da ist noch ein Fruchtkörper. Wie gesagt, alle noch sehr, sehr, sehr klein. Aber jetzt wissen wir, wo sie stehen. Ja, und da werden wir in 2 Wochen sicherlich auch nochmal vorbeischauen und prüfen, ob ein paar weitere Fruchtkörper dazugekommen sind. Sensationell, ganz, ganz toller Start in die Tour heute. Ja, und ein weiterer Erstfund oder von sich noch ein Fruchtkörper. Im April. Schaut's mal, da ist noch einer. Ja, vielleicht krieche ich auch da so ein bisschen noch in das Gebüsch rein und schau mal, ob vielleicht da vorne noch ein größerer Fruchtkörper der Art steht. Vielleicht haben wir ja da noch mal ein Stückchen mehr Glück, wobei viel mehr Glück als so geht eigentlich schon wieder nicht. Ja, wie gesagt, ich bin ein paar Minuten unterwegs und gleich der erhoffte Fund. Schöner geht's nicht. Ja, ich bin mit meinen Detailaufnahmen jetzt fast fertig. Jetzt vielleicht noch die ein oder andere Information zur Art. Die hochgerippte Becherlorchel wird grundsätzlich ja eigentlich schon als essbar beschrieben. Aber wie die meisten Lorcheln soll auch die hochgerippte Becherlorchel Gyrometrin enthalten. Ja, und hat damit aus unserer persönlichen Sicht nicht wirklich was auf dem Teller verloren. Wir meiden grundsätzlich, wie schon oft erklärt, alle Arten mit Gyrometringehalt. Uns ist dabei egal, ja, ob die Art extrem viel Gyrometrin enthält, wie zum Beispiel die Frühjahrslorchel oder vielleicht auch etwas weniger wie die Scheibchenlorchel oder die hochgerippte Becherlorchel. Für uns ist es also kein Speisepilz, auch wenn die Art normalerweise zumindest gut durchgegart als essbar beschrieben wird. Ja, und finden kann man die Art anscheinend, zumindest so wurde es mir vom Till, einem örtlichen Pilzsachverständigen, erklärt, ganz, ganz oft auf so parkähnlichen Flächen wie eben einem Badesee und dort dann gerne in der Nähe von Haselsträuchern. Und genau so ist es hier. Ja, und deswegen nochmal ein dickes Danke an den Till. Ohne den wäre der Erstfund nämlich nicht geglückt. Jetzt geht's aber weiter. Jetzt schauen wir uns hier noch ein bisschen um, ob es vielleicht noch den ein oder anderen Fund aus dem Bereich der Morcheln, Werpeln und Lorcheln zu machen gibt.
Ja, und der erste Fund auf der heutigen Waldrunde ist gemacht und es ist wieder mal der Haustintling. Und was ich hier an der Stelle ganz, ganz, ganz interessant finde, schaut's mal, könnt ihr überall diese kleinen Knubbel erkennen? Hier ist einer, da drunter ist einer, da ist einer, da ist einer. Ja, und auch wenn es überhaupt nicht so aussieht, da vorne noch einer, das werden alles mal Haustintlinge. Und so sehen die ganz, ganz jung aus, bevor die dann letztendlich wirklich wie ein Pilz aussehen. Ja, wie so ein kleiner Knubbel auf dem Totholz. Was ist noch so ein Ding, was für die Haustintlinge typisch ist? Ja, sie wachsen eben aus dem Totholz raus und könnt ihr dieses bräunliche, ja, spinnenwebenartige Netz hier sehen? Das ist tatsächlich das sichtbare Myzel vom Haustintling. Das nennt sich Ozonium. Ja, und ist hier sehr, sehr deutlich ausgeprägt. Und hier sieht man eben dieses gelbbräunliche, fadenartige Myzel, aus dem dann der Haustintling rauswächst. Ist das nicht interessant? Ja, und gerade eben dieses Ozonium ist für die Haustintlinge extrem typisch. Da ein großer Dank an denjenigen, der damals den Kommentar geschrieben hat. Ja, ich bin irgendwie nicht auf die Idee gekommen, das hier extra nochmal zu erwähnen. Und eigentlich, wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es schon wirklich sehr, sehr interessant. Also danke, ja, an den Kommentator, der das beim letzten Haustintlingsfund erwähnt hat. Wenn ich den Kommentar auf die Schnelle finde, blende ich ihn natürlich sehr, sehr gerne ein. Jetzt geht's aber weiter. Jetzt schauen wir zu den Morcheln und Werpeln. Ja, und bei den böhmischen Werpeln gibt es Nachwuchs. Schaut's mal. Relativ frisches Wachstum hier an dieser Stelle. Eine Werpel, die definitiv beim letzten Mal, als wir das Habitat besucht haben, noch nicht da war. Ja, und das ist noch längst nicht alles. Wenn ich nämlich meinen Blick nur ein bisschen hebe, ich hoffe mal, ihr könnt es aus der Entfernung erkennen, dann sehe ich, dass da oben schon die nächste böhmische Werpel steht. Wunder, wunderbar. Hier müssen wir uns jetzt ganz genau umschauen. Ja, und vielleicht packen wir uns ein, zwei von den böhmischen Werpeln gleich mal in den Speisepilzkorb. Ja, liebe Pilzfreunde, hier fällt mir jetzt schon wieder was auf, was mir schon auf der Tour am Freitag aufgefallen ist. Da vorne liegt eine böhmische Werpel vom Myzel getrennt. Hier liegt eine böhmische Werpel vom Myzel getrennt. Hier ist eine relativ junge böhmische Werpel, ja, die aber auch nicht mehr so den guten Eindruck macht. Ja, und hier oben ist jetzt die böhmische Werpel, die wir vorher aus der Entfernung gesehen haben. Ja, und da würde mich jetzt interessieren, ist es bei euch genauso, dass dieses Jahr ganz, ganz viele böhmische Werpeln in Anführungszeichen nur noch, ja, faul im Wald rumliegen? Irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas passt ihnen nicht. Die wachsen wie verrückt, aber sind ganz, ganz häufig, so wie hier, vom Myzel getrennt und liegen nur noch im Wald. Ja, und auch mit einer Speisemorchel klappt's. Das hier ist wieder eine von diesen ganz, ganz frühen Speisemorcheln. Ja, ist ganz, ganz interessant zu beobachten. Bei uns gibt's, oder generell gibt's, verschiedene Arten von den Speisemorcheln. Und das hier ist eine Art, die erstens im Vergleich zu den anderen Speisemorcheln immer so ein paar Tage oder Wochen früher erscheint. Und die zweitens ganz, ganz typisch büschelig wächst. Und die drittens relativ klein bleibt. Also das, was wir hier vor uns haben, ja, ist bei einer großen gelben Speisemorchel eine Speisemorchel, die fast zu klein ist. Aber bei dieser Speisemorchelart werden diese Speisemorcheln tatsächlich kaum größer. Also das ist schon fast die Maximalgröße. Ja, und dementsprechend wäre das auf alle Fälle was fürs Körbchen. Aber da das bis jetzt ein Einzelfund ist, lassen wir die natürlich stehen und schauen noch ein bisschen rum, ob sich weitere kleine Speisemorcheln zeigen. Ja, und auch wenn das Habitat ansonsten eigentlich komplett leergefegt ist, also wirklich restlos alles, was wir sonst haben stehen lassen, ist hier weg. Ein paar von den Speisemorcheln haben sie dann doch übersehen. Ja, und ich würde sagen, nachdem hier sicherlich 60, 70, 80 von den Speisemorcheln geerntet wurden, werden wir die restlichen hier stehen lassen, damit wenigstens ein ganz, ganz kleiner Teil zum Aussporen stehen bleibt. Ja, liebe Pilzfreunde, die Art solltet ihr kennen, die habe ich euch ja am Freitag schon gezeigt. Warum ist die wieder vor der Kamera nach so kurzer Zeit? Ja, ich bin auf ein wirklich extremes Massenvorkommen der Art gestoßen. Ja, jetzt werdet ihr sagen, hier ist nur so ein kleiner Fleck. Ja, jetzt passt's mal auf.
Habt ihr den warzigen Drüsling schon mal in so einem Ausmaß gesehen? Hier oben fängt's an und so geht's den ganzen Stamm entlang weiter. Ist es nicht einfach nur beeindruckend, wie der hier überall aus der Rinde bricht? Was für ein tolles Exemplar der Art. Ja, wegen solchen Anblicken geht man doch in den Wald. Einfach nur wunderschön anzuschauen. Ja, und bei dem vielen Regen, den wir hatten, fühlt sich der natürlich pudelwohl und konnte hier den Stamm überziehen. Gerade auch hier oben eben. Wunderbar anzuschauen. Ja, auch wenn es kein Speisepilz ist, aber solche so ein bisschen besondere Funde, auch von den ungenießbaren Drüslingsarten, sind dann doch immer wieder was ganz, ganz Besonderes. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr den warzigen Drüsling auch schon mal in dem Ausmaß habt finden können. Kann man sich doch wirklich kaum satt sehen. Ja, liebe Pilzfreunde, jetzt mal eine Frage in die Runde. Wie sieht es bei euch mit den Speisemorcheln aus? Ist bei euch das Wachstum von den Speisemorcheln für die Jahreszeit auch so ein bisschen gefühlt hinten dran? Also ich habe hier jetzt in dem Auwaldabschnitt, wo ich heute unterwegs bin, sicherlich so 10, 12 Stellen mit Speisemorchelvorkommen kontrolliert. Ja, und gezeigt hat sich an keiner einzigen Stelle irgendwas. Dass sie wachsen, wissen wir ja schon. Ja, wir haben ja schon die ein oder andere schöne, auch vielleicht sogar größere gelbe Speisemorchel gefunden. Aber insgesamt wirkt es alles auf mich so ein bisschen zaghaft. Ist es denen vielleicht noch zu kalt? Ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt an meiner allerletzten Stelle, die ich so richtig intensiv kontrollieren wollte. Und schaut's mal, das erklärt vielleicht so ein bisschen, ja, warum wir diese Speisemorchel ein bisschen an den anderen Stellen nicht gefunden haben. Die sind nämlich deutlich zugewucherter als hier. Und hier auf einer Fläche mit nicht ganz so viel Vegetation zeigen sich dann doch ganz, ganz viele Babyspeisemorcheln. Ja, und das sieht man schon, da kann man richtig von Babyspeisemorcheln sprechen. Die sind wirklich sehr, sehr klein. Ja, und obwohl das hier definitiv die in Anführungszeichen großen gelben sind, sind die auch noch relativ blass. Ja, und das zeigt eben, dass diese Speisemorcheln irgendwie so ein bisschen hinten dran sind. Ja, normalerweise kann man ja schon ab der Monatsmitte im April mit wirklich tollen, großen Speisemorcheln rechnen. Gerade auch an der Stelle hier, aber in diesem Jahr alles noch sehr, sehr verhalten und sehr, sehr klein. Und ich vermute fast wirklich, dass das an den relativ kühlen Temperaturen liegt. Ja, ich meine, jetzt ist der Mai noch eineinhalb, zwei Wochen weg und ich sitze hier mit Schal, Wintermütze, Winterjacke und habe die Handschuhe im Korb, damit ich mir hier nicht die Finger abfriere. Und das ist für die Jahreszeit schon so ein bisschen kühl. Zumindest fühlt es sich so an. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es da bei den Speisemorcheln bei euch aussieht. Ich will mich überhaupt nicht beschweren, dass wir zu wenig Morcheln finden. Ganz im Gegenteil, gerade die Spitzmorcheln haben ja ganz, ganz toll eingeschlagen in den letzten Wochen. Aber bei den Speisemorcheln habe ich schon das Gefühl, erstens, dass es natürlich erst so richtig losgeht und zweitens, dass die vielleicht so, ja, vielleicht ein, zwei Wochen hinten dran sind. Ja, und ich weiß nicht, warum das gerade hier so ist, aber gerade hier in dem Waldabschnitt ist es mit den Rodungen wirklich extrem. Hier hatten wir den Speisemorchel-Erstfund, zack, eine Woche später diese riesige, wunderschöne Esche umgeschnitten. Eine Woche später hatten wir hier den Erstfund von der grauen Speisemorchel, zack, wieder eine Woche später die Eschen, bei denen sie standen, umgeschnitten. Und so ist es hier jedes Jahr, man findet immer wieder ganz, ganz tolle Habitate, teilweise auch von seltenen Arten. Ja, gerade die Fingerhutwerpel, die wir hier in dem Habitat als Erstfund hatten. Und spätestens ein, zwei Jahre später werden genau diese Stellen dann wirklich fein säuberlich bis auf die letzte Pflanze platt gemacht. Ist wirklich schade, aber ändern kann man es halt auch nicht. Nur eins ist sicher, bis hier jemals wieder Morcheln wachsen, werden 200 oder 300 Jahre vergehen. Kann mir nicht vorstellen, dass sich die Natur gerade bei so einer Bodenverdichtung
innerhalb von ein paar Jahrzehnten erholen kann. Ja, und gerade wenn größere, dicke Nadelbäume gefällt werden, hat es für die ein oder andere Art vielleicht sogar auch einen kleinen Vorteil. Ja, und wen spreche ich da natürlich an? Die Nadelwald-Scheibchenlorchel. Schaut's mal, hier schon wirklich ganz, ganz schönes stattliches Exemplar. Aber ich bin schon einmal um diesen Stumpf rum, ja, und habe, glaube ich, das größte Scheibchenlorchel-Exemplar entdeckt, das ich bisher vor der Kamera hatte. Wollt ihr sehen? Ja, ich denke mal schon. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber. Ein richtig massiver Stumpf ist das hier. Ja, und dementsprechend wohl fühlt sich diese riesige Scheibchenlorchel. Ist die nicht der absolute Hammer? Ja, so rechts wie die Scheibchenlorchel hier, so groß werden die normal, vielleicht 1-2 cm größer. Und das hier ist wirklich ein außergewöhnlich schönes und großes Scheibchenlorchel-Exemplar. Wunderbar, ein ganz, ganz toller Abschluss hinter die heutige Waldrunde. Ja, das war's dann, wie gesagt, mit der Waldrunde. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, heute wenigstens trocken. Ja, aber ich muss schon sagen, irgendwie habe ich schon so ein bisschen... ja, genug davon, in Winterjacke und mit Schal und Mütze und Handschuhen durch den Wald zu stiefeln, von diesen 5 Grad und strömendem Regen. Klar, jeder Regen ist toll, jeder Regen ist wertvoll, aber es wäre halt mal schön, wieder so eine ganz, ganz tolle Waldrunde bei 20 Grad, vielleicht sogar im T-Shirt zu drehen. Ja, das wäre so ein bisschen das, auf was ich mich freue, aber es scheint ja jetzt endlich warm zu werden und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass vor allem die Speisemorcheln so ein bisschen auf die ersten wirklich warmen Tage und Nächte warten. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch das Gefühl habt, dass die Speisemorcheln es doch schon so ein bisschen wärmer bräuchten. Ja, oder wie ihr das Ganze dann letztendlich seht oder wie eure Erfahrungen zu dem Thema sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle neue Woche. Ja, wenn ihr was Tolles findet, schreibt es uns wie immer gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis bald.